啦啦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 啦trifft sich die feine Gesellschaft der Stadt. Pünktlich um 8, da öffnet sich im Souterrain die Tür. So galant empfängt der Direktor die Damen und Herren. Gibt jedem die Hand, willkommen hier im Varieté Obscur. Und die Herren, geschmeidig den Frack, den Zylinder, den Stock. Die lassen sie gern samt Tag bei der Garderobe zurück. Jede Nacht sortieren die Damen und Herren sich neu. Man plaudert und lacht, den unstillbaren Hunger stets im Blick. Ich sitze hier wie immer schon in meiner Nische, wartend im Halbdunkel und bemerke kaum die Pracht. Was kümmern mich die Blicke von den anderen Tischen? Ich hab, süße Emma, nur an dich gedacht. Kleine Göttin, kleine süße Göttin, kleine Göttin, schöne Göttin, hat man dir nicht erzählt, dass man keine Menschen kräht. Kleine O, kleine A, kleine süße Emma, ja. Viadrett servieren die Lilliputane livriert. Auf dem Silbertablett die blütenweiße Pulverfreiration. Danke, nein, zwar ist's wie Champagner im Preis inklusiv. Darf es sonst etwas sein? Dasselbe wie sonst immer, man kennt mich schon. Kein Verzicht, ich warte nur schon auf die Vorstellung, denn wenn schließlich das Licht gedimmt wird, weiß ich, es ist bald so weit. Es ist 10, kaum einer hier sieht sich die Show wirklich an. Schon zu oft gesehen, die Sensation als Nebensächlichkeit. So manche Hand fährt gleitend in die Tropenhitze, wenn Godot die Schlange auf die Bühne kriecht. Er windet sich um Stangen durch die kleinsten Ritzen, doch ich, süße Emma, warte nur auf dich. Kleine Göttin, kleine süße Göttin, kleine Göttin, schöne Göttin, hat man dir denn nicht erzählt, dass man keine Menschen kräht? Kleine O, kleine A, kleine süße Emma, ja. Es ist Zeit, und während die bärtige Dame schon singt, mach ich mich bereit, als aufmerksamer Jäger schweift mein Blick. Und so nah tauchst du plötzlich auf, weiß nicht wie und woher. Doch nun bist du da, so manche Hand reißt kurzfristig zurück. Kaum ein Mann, der sie nicht begehrt, wie sie lächelt da
Grüße.